Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Mein Name ist Valle Gaming und eigentlich meine ganzen alten Zuschauer wissen es schon, dass auf meinem Kanal irgendwann im Laufe der Zeit einmal alle Need for Speed Teile erscheinen sollen. Wir hatten unter anderem schon Underground 1, Underground 2, Hot Pursuit 2010, Undercover, Carbon und so weiter und so fort. Und jetzt kommt eben ein weiterer NFS-Titel dazu, und zwar der allerneueste Need for Speed Rivals, jetzt am 21. November erschienen. Ich spiele das Ganze auf dem PC, aber leider auch auf dem PC. Es ist auch im Voraus schon bekannt gegeben worden, gibt es nur maximal 30 FPS, was meiner Meinung nach zu wenig ist. Auf YouTube macht das keinen Unterschied, weil da gibt es eh nur maximal 30 FPS, aber für den Spieler an sich macht das einen Unterschied, denn man sieht es schon, finde ich so, wenn man dann 60 hat. Es ist einfach auch besser, wenn dann mal doch ein Framedrop kommt, dass man eben ein bisschen Puffer hat. Und neben den 30 FPS gibt es keine Lenkrad-Unterstützung. Ich wäre sonst wahrscheinlich auch mit Lenkrad gefahren, aber die gibt es leider auch nicht. Also, wir spielen auf dem PC mit Maus und Tastatur. Ich will gar nicht viel zu sagen. Die Erwartungen im Voraus waren gemischt. Einerseits habe ich die Zuversicht, dass das wieder ein ganz gutes Need for Speed werden könnte. Ich bin nicht so einer dieser Hardcore-Tuning-Fanboys, denn ich habe auch die Teile vor Underground 1 gespielt und weiß auch, dass Need for Speed nicht immer schon Tuning war, wie das vielleicht manche Leute denken. Nein, Need for Speed war nicht immer schon Tuning. Und die große Neuerung nach vielen Jahren, ich glaube, es ist schon wirklich bestimmt 10 Jahre oder so her, gibt es jetzt in Need for Speed endlich wieder Ferrari. Das ist die große Neuerung, und ansonsten, ja, Cops vs. Racer. Wir lassen es einfach auf uns zukommen und starten jetzt in den ersten Part zu Need for Speed Rivals. Man könnte wahrscheinlich noch viel dazu sagen, zum Beispiel, dass es von Ghost Games ist, die unter anderem auch aus Criterion Games sind, die auch das letzte Need for Speed, Most Wanted 2012, gemacht haben, was ich persönlich ziemlich schlecht fand. Naja, egal. Wir schauen einfach rein. Ich habe es auch auf der Gamescom damals schon gespielt, auf der PlayStation 4, und fand es so, ja, durchmischt. Aber das kann man sich jetzt erst in Ruhe anschauen. Wir sind ungebunden, frei, ohne Fesseln. Wir überschreiten Grenzen in den stärksten Wagen, für die wir nichts bezahlen. Wir fahren, wohin wir wollen, wann wir wollen und wie schnell wir wollen. Du nennst uns Gangster, aber tief im Inneren brauchst du uns. Wir sind das Gesetz. Man kann den Teufel nicht mit Engeln fangen. Ich bin nicht wie du. Ich bin das Leben, das du fürchtest. Du schläfst. Ich bin wach. Ich bin die Reality-Show. Der Hauptdarsteller. Die 15 Minuten, die du nie haben wirst. Du willst wissen, warum ich das tue? Ich will wissen, warum du nicht. Wir sind das Ende deiner Freiheit. Ich werde flüchten. Wir sind der Schatten, den du nicht loswirst. Ich werde niemals anhalten. Wir werden dich jagen. Ihr werdet mich nicht kriegen. Wir werden nicht ihr aufhören. Ihr werdet mich berühmt machen. Überall. Wir werden euch zerstören. Ihr seid unsere Feinde. Wir haben euch im Visier. Du bist mein Rivale. Need for Speed Rivals. Und damit wissen wir auch schon, worum es geht. Du kannst das Spiel nicht unterbrechen, sobald du auf der Straße bist. Halte daher immer die Augen nach Rivalen offen. Tja, damit wissen wir auch schon, worum es geht. Um die Rivalität zwischen Cops und Rasern. Racer kaufen neue Wagen mit SP, sobald sie freigeschaltet werden. Cops erhalten neue Wagen kostenlos. Verbessere deine Stärke, um mehr Schaden an Gegnern zu verursachen. Ich finde es übrigens schade, dass es schon wieder kein Hauptmenü gibt. Das war bei Most Wanted 2012 auch so. Ich hätte gerne ein Hauptmenü, wo ich, bevor ich anfange zu spielen, die Grafik einstellen kann, den Sound einstellen kann und so weiter und so fort. Aber nein, sowas gibt es ja wieder nicht. Also man wird direkt ins Spiel geschmissen. Oh, vielleicht ja doch. Bevor wir dich Hallo. Auf Redview County loslassen, erklären wir einige Grundlagen. Ja, dann machen wir. Wähle Cop oder Racer, um das Training zu starten. Ja, also, genau, die große Neuerung, nein, es ist keine Neuerung, gab es nämlich auch vorher schon, zum Beispiel bei Hot Pursuit 2010 und auch schon in ganz, ganz, ganz alten Teilen, zum Beispiel Hot Pursuit 2 aus dem Jahre 2002. Es ist auch eigentlich, meiner Meinung nach, so von dem ganzen Setting her, eigentlich ein Hot Pursuit, nur heißt es jetzt eben nicht mehr Hot Pursuit, sondern Rivals, also Rivalität zwischen Rasern auf der rechten Seite und den Cops auf der linken Seite. Tja, dieser ganz typische Ferrari und dieser Königsegg, womit auch schon die ganze Zeit immer geworben wurde. Ich muss mich leider für die Racer entscheiden, weil ich endlich mal wieder nach so vielen Jahren Ferrari fahren will in Need for Speed. Mann, hab ich sie vermisst.
Das ist eins deiner Verstecke. Du findest sie in ganz Redview County. Sie sind der einzige Ort, an dem du vor den Cops sicher bist. Hier findest du alles, was du brauchst, um es mit deinen Rivalen aufzunehmen. Du kannst dein aktuelles Beatlist jederzeit in deinem Versteck ändern, um verschiedene Ziele auszuwählen. Das ist deine Speedlist, das Zentrum deiner Rivalität. Hier kannst du aus ständig wechselnden Zielen, die deinem Fahrstil entsprechen, wählen. Da du gerade erst anfängst, ist die Auswahl noch etwas begrenzt. Wenn du das Training abgeschlossen hast, kannst du aus mehreren Speedlists wählen und so den Spielverlauf selbst bestimmen. Also die Speedlists sind auch so eine weitere Neuerung. Wir können uns jetzt quasi selber Ziele festlegen, die wir erfüllen müssen, um eben extra Punkte zu kriegen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier... Kann ich es überhaupt auswählen? Also beende ein Rennen. Gut, das ist jetzt nicht so besonders eine Herausforderung. Entkomme einer Verfolgung. Beende ein Kopf-an-Kopf-Event. Sammle 5000 Speedpoints in einer einzigen Session. Dein Versteck ist gleichzeitig auch Garage und Werkstatt. So, und das sind jetzt meine aktuellen Ziele geworden. Verfolgungstechnologien, Personalisierungsoptionen und Leistungsupgrades aus. Sieh dich in Ruhe um. Danach geht's auf die Straße. So, jetzt wüsste ich gerne mal, ist das jetzt mein Hauptmenü? Oder darf ich hier auch noch keine... Nein, ich darf auch hier noch keine Option. Wo kann ich denn dann überhaupt mal meine Grafik einstellen? Bis jetzt wahrscheinlich gar nicht. Okay. So, also hier sehen wir unsere Wagen, die wir mit Speedpoints kaufen können. Wir sehen auch wieder jetzt schöne Balken. So muss das eigentlich sein in einem Rennspiel, dass man wirklich sieht, was ist die Höchstgeschwindigkeit, was ist die Beschleunigung und so weiter und so fort. Handling, Stärke, Robustheit. Das ist soweit ganz gut. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man das Menü nicht mit der Maus steuern kann. Aber okay, das ist natürlich... Ja. Macht nichts, ne? Dann haben wir später noch Wagen wie den Dodge Challenger, den Aston Martin, Maserati, BMW M3, Ford Mustang GT und so weiter. Dann geht es hier bis zum Ferrari 458 Spider, den ich auf jeden Fall haben will. Da muss ich Racer Rang 10 haben. Und dann McLaren, hier den Ferrari 599. Dann haben wir hier den Ferrari F12. Dann haben wir hier noch den Ferrari Enzo. Und dann hier noch McLaren P1, Pagani Huayra, Lamborghini Veneno. Okay, das sind also die ganz, ganz heißen Schlitten am Ende. Jedenfalls, das sind so die Racerwagen. Okay, soweit so gut. Alles besondere Exoten. Und wir können jetzt einfach erstmal ein Rennen fahren. Ja, muss nur noch schauen, wie das so richtig funktioniert hier. Position 1. Ende. So, Rennen. Zeitfahren, Hot Pursuits, Interceptors, Radarkameras, Speedzone, Sprünge. Ich würde sagen, wir gehen einfach auf Rennen. Hier starten. Moment, es will noch nicht so ganz. Hier starten, ja, hier starten. Ich habe jetzt die Grafikeinstellungen gemacht. Enforcer-Kopffahrzeuge eignen sich am besten für den Fahrzeugkampf. Ich habe jetzt die Fahrzeugnahkampf. Nutze Easy Drive, um alle freigeschalteten Events zu finden. Stelle dein GPS auf die jeweilige Startposition. Ich habe jetzt die Grafikeinstellungen umgestellt auf Ultra alles. Ich hoffe, dass es mit dem 30 FPS-Lock trotzdem funktioniert. Racer haben exklusiven Zugriff auf die Turbo-Verfolgungstechnologie für extreme Fluchtsituationen. Verbessere deine Stärke, um mehr Schaden an Gegnern zu verursachen. Du beginnst mit freier Fahrt. Rechts auf dem Bildschirm siehst du die vorher ausgewählte Speedlist. Erfülle die Ziele, um dein Training abzuschließen. Lege eine Route zu einem Zielpunkt fest, indem du die Karte aufrufst oder oben links im Bildschirm Easy Drive auswählst. Los geht's. So, Valle Gaming Racer. Spielen, fahren. Also, da stehen wir mit unserem Porsche Cayman S. Und sind erstmal direkt in die offene Spielwelt geschmissen worden. Es gibt also auch hier keine richtige Story oder sowas, sondern einfach nur, okay, es gibt Cops, es gibt Racer, dann spiel mal schön. Ich habe auch die Steuerung wieder umbelegen müssen, weil sie es wieder gemacht haben, dass man beschleunigt auf W. Ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, wer das macht. Also ich fahre immer mit Pfeiltasten und habe mir das auch dementsprechend umgelegt. So, jetzt sehen wir rechts die... Fahre einfach zum Startpunkt und drücke die Taste. Du kannst Okay. Ein Event jederzeit starten, sogar wenn du von den Cops verfolgt wirst. Achte nur darauf, langsam zu fahren, um nicht am Start vorbeizurasen. Du kannst auch Kopf-an-Kopf-Rennen starten, indem du an einen anderen Fahrer heranfährst und dieselbe Taste drückst. Okay. So, jetzt habe ich ein Problem. Meine Aufnahme-Starten-Taste ist auf Bild nach oben. Immer schon, bei jedem Spiel. Und jetzt legen die ausgerechnet das Rennen starten auf Bild nach oben. Okay, da muss ich ganz kurz mal das umlegen, sonst habe ich ein Problem.
So, jetzt habe ich es umgelegt. Also das habe ich auch noch nicht erlebt, dass ein Spiel die Bild-nach-oben-Taste nutzt. Aber jedenfalls starten wir jetzt einfach das Rennen. Rase bis zur Ziellinie. Für den ersten Platz gibt es 1500 Speedpoints. Da kommen jetzt die anderen Fahrer angefahren. Und es geht quasi direkt flüssig in das Rennen mit denen. Mal gucken, was gibt es denn für Kameraperspektiven? Also die Außenansicht, ganz klar. Und die Straßenansicht. Und das war's auch schon wieder. Nitro haben wir auch schon mit dabei, automatisch. So, da ist der dritte Platz. Also, was mir sofort auffällt, die Steuerung ist besser als bei Most Wanted 2012. Sie ist natürlich immer noch ganz extrem arcade-lastig. Das hatten wir auch bei den letzten Need for Speed-Teilen immer. Ich meine, da kann man momentan nicht mit rechnen, dass irgendwann mal Need for Speed wieder kommt mit anderer Steuerung. Okay, realistisch war Need for Speed fast nie, außer vielleicht Shift. Aber, ja, diese arcade-lastige Steuerung hat man eben die letzten Jahre immer. Die ist an sich auch gar nicht so schlecht, wenn sie gut gemacht ist. Also, sie muss gut gemacht sein. Bei Most Wanted 2012 fand ich die Steuerung schlimm. Die hat mir einfach nicht zugesagt. Bei Hot Pursuit 2010 hingegen fand ich sie gut. Und die hier fühlt sich jetzt gerade erst einmal spontan mehr so an wie bei Hot Pursuit 2010, was ich schon mal gut finde. Weil wenn man eine arcade-lastige Steuerung macht, dann muss sie auch so sein, dass sie gut funktioniert. Und so kommt es mir zumindest gerade vor. Grafisch sieht es natürlich... Fahndungsstufe 2. Grafisch sieht es natürlich verdammt schick aus, das muss man einfach ganz klar sagen. Dein erstes Ziel erfüllt. Für jedes Ziel bekommst du Speedpoints und erhöhst den Multiplikator oben auf dem Bildschirm. Ja. Deine Fahndungsstufe steigt ebenfalls. Je höher sie ist, desto stärker versuchen die Cops, dich zu stoppen. Die Cops haben dich gefunden. Nichts wie weg. Cops jagen dich und versuchen dich mit allen Mitteln zu stoppen. Erwischen sie dich, verlierst du deine Speedpoints und den Multiplikator. Fahre schnell und nutze die Minikarte links unten auf dem Bildschirm, um die Cops abzuhängen und zu entkommen. Also, Cops sind natürlich mit dabei, denn es gibt ja auch die Cop-Karriere. Ich bin jetzt Raser, deswegen werde ich jetzt also von den Cops gejagt und muss denen entkommen. Soweit so gut. Wenn ich von denen gefangen werde, dann verliere ich meine ganzen Speedpoints. Das wollen wir natürlich möglichst verhindern. Cops finde ich auch super, dass sie mit dabei sind. Müssen allerdings auch wieder gut gemacht sein, sonst kann das auch wieder ärgerlich werden. Also, Verfolgung gestartet. Ich darf in der offenen Spielwelt komplett frei rumfahren, wo ich will. Ich muss einfach nur irgendwie diesem Cop entkommen oder den Cops entkommen. Ja, was ich sagen wollte, grafisch sieht es natürlich wirklich gut aus. Da kann man nicht meckern. Ich finde, es sieht sehr schick aus. Vor allem ganz viel natürlich auch in den Trailern und so mal ange... Du hängst die Cops ab. Oh, so schnell schon? Die Anzeige unten auf dem Bildschirm zeigt deinen Fortschritt an. Holt der Cop während dieser Zeit auf, geht die Verfolgung weiter. Okay, also unten sieht man den Entkommen-Balken, wenn der voll ist, bin ich weg. Das scheint gerade schon ganz gut zu klappen. Nein, also was natürlich viel beworben wurde vorher in den Trailern, ist dieser Regeneffekt auf dem Auto. Kannst du gegen jeden in Redview County antreten. Fahre hinter sie oder warte auf eine Herausforderung. Drücke dann die Taste zum Starten. Okay. Also, jetzt sehen wir rechts wieder die Checkliste. Ich habe ein Rennen beendet. Das hat, ist jetzt weiß markiert. Ich bin einer Verfolgung entkommen, ist auch weiß markiert. Ich habe noch kein Kopf-an-Kopf-Event gemacht. Jetzt kriege ich gerade eine Herausforderung natürlich, damit ich das auch direkt erfüllen kann. Machen wir aber gleich. Und ich habe 5000 Speedpoints erreicht. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch das Kopf-an-Kopf-Event. Das sollen wir auch machen. Machen wir auch gleich. Dann sehen wir oben die Speedpoints, die wir jetzt haben. Wir haben jetzt momentan 20.241. Die brauchen wir dann, um neue Wagen freizuschalten. Daneben sehen wir links diese Fahndungsstufe. Oben haben wir wieder das Easy Drive, was wir ganz normal auch steuern können. Wir können uns hier ein GPS machen zum nächsten Versteck, zum nächsten Werkstatt oder die Route entfernen. Dann gibt es ja auch verschiedene Events, wo wir drauf zugreifen können und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ganz schick. Das Easy Drive ist gut und funktioniert. So soll es sein. Und links haben wir nochmal die Karte, wo wir alles sehen. Auch die nächstgelegene Werkstatt und so weiter. Unten rechts ganz normal Nitro links und dann rechts eben, ganz rechts eben der Lebensbalken quasi, dieses Reparaturzeichen und dann eben, ja, den Tacho, die Geschwindigkeit und den Gang und so weiter. Kennt man alles? Ja, groß angekündigt, diese Regeneffekte auf dem Auto, man sieht es auch schon auf der Scheibe und auf dem Auto hinten und so weiter. Das muss man natürlich dann am besten auf 1080p machen, das Spiel, damit man das sieht. Aber ja, sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Kann man nicht meckern. Also der Porsche ist jetzt nicht so meins. Ich hoffe, dass ich dann demnächst mal einen Ferrari kriege. Ansonsten sollen wir jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen machen. Insofern müssen wir uns einen Racer suchen zum Herausfordern. Was ich natürlich wieder schön finde, auch das gab es zwar bei Most Wanted 2012 auch schon. Aber es gibt wieder eine offene Spielwelt. Das ist schon mal super. Das finde ich immer ganz gut. So, jetzt haben wir hier jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Racer. Den fahre ich jetzt mal hinterher. Und dann versuche ich dem mal eine Kopf-an-Kopf-Herausforderung zu schicken. Mal lieber, willst du mal eben warten, dann
Kopf-an-Kopf-Rennen gestartet. So, das habe ich jetzt angenommen und jetzt muss ich einfach der Strecke nachfahren. Also das ist jetzt alles flüssiger. Man fährt jetzt nicht mehr aktiv zu irgendeinem Event hin, sondern wenn wir eben Raser begegnen, dann fordere ich die raus und zack, habe ich ein Rennen am Start. Also man muss nicht mehr irgendwo hinfahren, um ein Rennen zu starten, sondern das geht eher so spontan. Ich gucke den an und sage dir, hey, hast du Lust auf ein Rennen? Der sagt ja und dann fahren wir eben ein Rennen. Etwas flüssiger, wenn das auch hier wieder, wenn das gut gemacht ist, das muss ich eben im Laufe der Zeit zeigen, dann ist das gut. Dann gefällt mir das. Es muss eben nur gut umgesetzt sein. So, hier geht's links. Ach ja, ich freue mich schon auf die ganzen Crashcams. Das war das Schlimmste bei Most Wanted 2012. Die Crashcams. Wenn du im Gegenverkehr kommst oder irgendwie sonst im KI-Autos rammst, musstest du dir jedes Mal so eine 5 bis 10 Sekunden lange Crash-Kamera angucken. Das war schlimm. Die konnte man einfach irgendwann nicht mehr sehen. Aber ich glaube, die ist auch hier wieder drin. Ich meine, ich hätte das auf der Gamescom schon gesehen. Es natürlich, sieht natürlich immer effektreich aus, aber das will ich nicht. Ich will mir das nicht mal angucken müssen. So, der ist gecrashed, ich bin wieder vorne. Fahndungsstufe 4 sind wir jetzt schon. Okay, da vorne ist aber das Ziel. Das müsste ich eigentlich gewinnen. Da kommt mir einer entgegen. Oh, nein, vielleicht verliere ich das noch. Komm schon, zieh noch, zieh noch, zieh noch, zieh noch, zieh noch. Du hast die Speedlist absolviert. Fahre zurück, oh. Weg und sichere das. Also ich habe auf jeden Fall das Kopf-an-Kopf beendet. Drive links oben im Bild, um eine Route zu den jeweils nächsten Verstecken, Werkstätten, Events oder anderen Spielern zu planen. Genau. Also ich habe meine Speedliste soweit erfüllt und habe jetzt einen neuen Punkt auf meiner Speedliste, dass ich ein Versteck betreten soll. Dafür gehe ich einfach auf meinen Easy Drive. So, GPS, nächstes Versteck, fertig. Zack, habe ich unten links auf der Karte eine Route, 800 Meter entfernt. Finde ich super gemacht, es funktioniert. Zurück zum Versteck. So, den könnte ich jetzt natürlich auch wieder herausfordern. Also wenn mir hier Raser begegnen in der offenen Welt, die sind ja anscheinend überall am Rumfahren, kann ich einfach jederzeit zu einem Rennen herausfordern, wenn ich möchte. Hier haben wir also ein Versteck. Moment, wo komme ich hier rein? Zurück zum Versteck. Zack. Cops können Straßen sperren und Heli- Oh, es war jetzt schnell vorbei. Das Racer-Training ist beendet. Wechsle zum Korb und lerne den Rivalen kennen. Ach so, wir lernen beides kennen. Ich dachte jetzt, ich habe mich schon entschieden für Raser, aber nein, wir lernen jetzt also auch noch die Cop-Funktionen kennen. Das finde ich schon mal gut. Es ist wichtig zu wissen, wie deine Rivalen denken. Spiele jetzt das Cop-Training. Also jetzt spiele als Cop. Okay. Willkommen im Redview County Police Department. Das hier ist einer der mobilen RCPD-Kommandoposten, die es überall im County gibt. Hier beginnt außerdem dein Training. Nutze Easy Drive, um... Ja, ich durfte schon wieder nicht lesen. Das ist eine wichtige Aufgabe. Wenn dein Training beendet ist, kannst du aus einer ständig wechselnden Liste von Aufgaben wählen, für die verschiedene Einsatzfahrzeuge im Kommandoposten bereitstehen. Okay, das ist also jetzt unsere Speedlist bzw. Aufgabenliste bei den Cops, hatten wir eben bei den Rasern auch. Hier soll ich ein Schnelleinsatz-Event beenden, eine Verfolgung mit einem Racer starten, einen Racer verhaften und 5000 Speedpoints in einer einzigen Session ansammeln. Das sind also jetzt meine aktuellen Ziele. Kannst du deine Wagen und Technologien wählen und dein Nummernschild personalisieren. Wähle deine Einheit, dann gehen wir auf Streife. So, auch hier sehen wir jetzt schon, dass wir oben rechts... null Speedpoints haben. Das heißt, die Speedpoints der Cops und der Raser-Karriere sind getrennt voneinander. Das ist schon mal ganz gut. Was haben wir denn hier Jedes so für Wagen? Das Fahrzeug gibt es in drei Varianten, die sich in ihrem Stil unterscheiden. Streife, Enforcer und Undercover. Welches Fahrzeug du bekommst, hängt von der Art der absolvierten Aufgabe ab. Okay. Also, jetzt haben wir hier einmal den Mercedes-Benz C63 AMG Coupé Black Series. Sieht verdammt heiß aus, muss ich sagen. Gefällt mir wesentlich besser als der Porsche. Dann haben wir den einmal noch in der Enforcer-Variante. Wo ist denn da genau der... Achso, ich muss das, glaube ich, anwählen immer, ne? Also, das finde ich schon mal schlecht gemacht. Ich hätte es gerne, dass wenn ich einfach durchscrolle, dass der mir die automatisch anzeigt. Aber ich muss dann immer noch auf Auswählen gehen. Also, das ist die normale Version. Dann haben wir hier die Enforcer-Version. Die ist, ja, sieht ein bisschen anders aus. Dann haben wir hier noch die Undercover-Version. Die sieht natürlich dementsprechend nicht nach einem Cop-Auto aus. Genau, die ist einfach Undercover-Cop eben. Dann haben wir hier später Dodge Charger. Ah, den darf ich noch gar nicht angucken, oder wie? Dann kommen auf jeden Fall hier noch Aston Martin, Chevrolet Camaro, was haben wir da noch so? Marussia B2, Bentley Continental GT, Ford Shelby GT500,
BMW M6. Oh ja, sehr nice. Porsche 911 Turbo. SRT Viper. Lamborghini Gallardo. Lexus LFA. Ferrari 458 Italia. Oh, da freue ich mich auch wieder drauf. Porsche Carrera GT. Sehr geil. McLaren 12C. Ferrari FF. Lamborghini Murciélago. Aventador. Noch besser. Aston Martin 177, okay, kennen wir auch schon. McLaren F1 LM, auch sehr schick. Bugatti Veyron Supersport und dann noch hier den Königsegger Gera R und dann noch den Hennessy Venom GT. Also ganz, ganz viele heiße Schlitten bei den Cops also dabei. Freue ich mich schon drauf, die dann alle mal zu fahren irgendwann. Das ist eine RCPD-Karte von Redview County. Hier siehst du andere Cops, kannst Racer tracken und siehst offene Events. Außerdem ist es der Startpunkt für deinen Streifeneinsatz. Also wenn du dein Training abgeschlossen hast, kannst du zu jedem Kommandoposten wechseln. Im Endeffekt ist es genau dasselbe wie bei den Rasern, nur eben für die Cops. Braucht man eigentlich nicht erklären. Wir starten also auch wieder hier, wo es uns vorgegeben wird. Ja. Deine Upgrades als Racer zu verbessern, kann eine Alternative zum Kauf eines neuen Wagens sein. Deine erste Streife beginnt. Rechts wird deine heutige Aufgabe angezeigt. Genau. Erfülle die darin enthaltenen Ziele, um dein Training abzuschließen. Okay, das machen wir. Das kriegen wir hin. Lege deine Route zu einem Zielpunkt fest, indem du die Karte aufrufst oder oben links auf dem Bildschirm Easy Drive auswählst. Auch hier kriegen wir wieder die Grundfunktion erklärt, die wir eigentlich jetzt schon kennen. Also, das ist mein C63 AMG Black Series. Ein verdammt heißer Schlitten. Ich muss sagen, der gefällt mir sehr viel besser als der Porsche 911. Oder nee, es war ja ein Porsche Cayman S, den wir vorhin hatten. Easy Drive haben wir auch hier wieder natürlich. Dann haben wir hier rechts unten wieder den Lebensbalken. Der sieht hier ein bisschen anders aus. Nitro haben wir. Und ansonsten rechts unsere Aufgaben. Beende ein Schnelleinsatz-Event, starte eine Verfolgung mit einem Racer, verhafte einen Racer, erreiche 5000 Speed Points. Um ein Event zu starten, fahre zur Startposition und drücke. Genau, ja, das kennen wir ja. Dein Ziel im Schnelleinsatz ist, die RCPD-Route möglichst schnell und sauber zu fahren. Genau, das kennen wir auch schon zum Beispiel aus Hot Pursuit 2010. Schnell und sauber. Officer braucht umgehend Hilfe auf Grapevine Drive. 1 Minute 50 für Gold. Schnelleinsatz gestartet. Mal gucken, ob ich da jetzt Gold schaffe. Oh, der steuert sich ziemlich direkt. Dann brauche ich die Handbremse gar nicht. Na, mal schauen, ob sich 1,50 einrichten lässt. Was ein heißer Schlitten. Meine Güte, also die Autoliste gefällt mir bisher sehr gut. Vor allem, weil eben auch Ferrari wieder dabei ist. Lamborghini ist dabei, Mercedes, Aston Martin, Bugatti. Dann halt auch sowas wie der Venom GT und sowas. Also sind die Autos gefallen mir sehr gut. Sind natürlich alles Exoten, ja. Aber das zu so einem Spiel jetzt hier, wenn eben sowas... Es passen auch keine Tuning-Autos. Ich meine, diese Hate-Welle im Internet ist ja riesig, ne? Das ist vor allem bei Rivals jetzt riesig gewesen. Von wegen, es gibt kein Tuning, das Spiel kaufe ich nicht. Und ich finde es halt einerseits so ein bisschen traurig. Auch ich fand Underground und Underground 2 und Most Wanted gut. Das sind tolle Spiele und das Tuning hat Spaß gemacht. Aber die Leute realisieren einfach nicht, dass eben Need for Speed nicht nur Tuning ist. Oder auch nicht war. Um eine Verfolgung zu starten, drücke die Taste. Dein Licht geht an und der Einsatz beginnt. Dein Licht geht an. Racer oder er dich, beginnt die Verfolgung ebenfalls. Also, wir sollen jetzt direkt eine Verfolgung starten, also äquivalent zu dem, was wir eben hatten, dass wir abhauen mussten, müssen wir jetzt einen Raser stellen. Ja, nochmal ganz kurz zu der Thematik. Also, die ganzen Leute heulen im Internet immer alle rum, dass kein Underground 3 kommt und so weiter. Es ist nun mal jetzt eine andere Richtung, die Need for Speed in den letzten Jahren eingeschlagen hat, aber Need for Speed war früher kein Tuning. Kriegt das in euren Kopf rein. Die ersten Need for Speed-Teile hatten alle genau dieses Konzept hier. Polizei, schnelle, heiße Exotenwagen, sowas wie Ferrari und so weiter und einfach ein paar schöne Strecken. Das war für Need for Speed früher und das ist eben auch jetzt noch. Und das kann gut sein. Also wir sollen jetzt einen Raser da hinten töten. Und ich muss sagen... Um einen Racer zu verhaften, verfolge ihn und ramme ihn, bis er crasht. Bam! Halbes Leben weg. Bam! Fast das ganze Leben weg. Und da haben wir ihn auch schon gestellt. Erhältst du seine Speedpoints. Je höher seine Fahndungsstufe, desto mehr Speedpoints gibt es. Nutze diese Speedpoints, um im Kommandoposten neue oder verbesserte Verfolgungstechnologie zu bekommen. Glückwunsch, du hast deine Aufgabe abgeschlossen. Zeit, zum Kommandoposten zurückzukehren. Nutze die Karte oder Easy Drive links oben im Bild, um eine Route zu den jeweils nächsten Kommandoposten, Werkstätten, Events oder anderen Spielern zu planen. Also, damit haben wir jetzt auch die Cop-Einführung abgeschlossen. Ja, ich würde das Ganze jetzt auch hier dann schon beenden für den ersten Part.
Wir haben also die Cops kennengelernt und die Raser kennengelernt. Wir haben eine offene Spielwelt. Wir haben eine sehr schöne Grafik. Wir haben tolle Schlitten. Und mir persönlich gefällt die Steuerung besser. Also die Steuerung gefällt mir sehr viel besser als bei Most Wanted 2012. Und ganz ehrlich, unabhängig von dem ganzen Hate, der vorher im Internet war, ich habe das Gefühl, es könnte sein, dass das mal wieder ein etwas besseres Need for Speed ist. Und ich freue mich auf das Let's Play. Und ich hoffe, dass ihr auch mit dabei seid. Auf dem PC, auf Ultra und alles Mögliche. Und beim nächsten Mal machen wir da weiter bei Need for Speed Drive. Bis dahin, euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, euer Walle. Bye, bye. Auf dem NDC, Standby Zentrale.